Hallo, 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 ja, geht doch. Ach so, ja, meine Brille. Lieben, das war die Hohe Bracht, wunderschön, gibt auch einen schönen Ausblick dort hinten. Ja, und jetzt verabschieden wir uns hier und fahren noch eine Runde zum Sorpesee, eine Pizza essen. Schauen wir mal. Ich habe jetzt auch mal meine 360 Grad Kamera hier angeschlossen. 150 Minuten Speicherkapazität mit einer 128 GB Karte. Versorgt wird sie jetzt über das Bordnetz unter der Sitzbank. Ja, bin ich mal gespannt. Aufsteigen natürlich ein bisschen darauf achten, dass ich mir die Kamera nicht abtrete. So, dann wir wollen mal. Meine Brille rutscht von der Nase. Meine Brille rutscht ja, von der Nase. Nervt. Hör mal, gerade hat mich gerade wieder einer angesprochen, ne? Ja? Ach, da ist ja der YouTuber. Ich sag, wer? Ja, der Ride Alone. Ich sag, woher weißt du das? Der steht doch auf deinem Helm. Ich fahr mal vor. So, wer fährt vor? Keine Ahnung. Los geht's. Los geht's, meine Lieben. Boah, schrei nicht. Oh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ein Rütchen mitfahren wollt. Herrlich. Herrlich. Boah, jetzt düst nur nicht so schnell, ey. Nein. Wenn ich schon in der Mitte bleiben soll. Ich düst doch nicht. Jetzt haben wir wieder ein Auto vor uns. Super. Richtig geil. Und schöner Ausblick hier, ne, Leute? Herrlich. Herrlich, herrlich. Herrlich, herrlich. So, fahren wir rechts. Ich hoffe, der Opa fährt links. Nein. Sind alle drauf. Jetzt aber schön warm in der Sonne, ne? Ja, hoffentlich bleibt die jetzt noch. Oh, so eine schöne Strecke. Und wir tuckern hier mit 50 entlang, ne? Ist hier überhaupt mehr erlaubt? Ja, 70. Oh. Wer ist denn jetzt überhaupt gefahren? Tor Club ist jetzt wieder Richtung Heimat, ne? Ja. Kami Rides wahrscheinlich. Genau. Der Jens ist am Anfang, wo wir da oben ankamen, schon genau. Gefahren. Und sonst weiß ich jetzt nicht, ob schon jemand abgehauen ist. Aber ich glaube, sonst sind wir noch alle da, der Rest. Aber ein Stück Kuchen war lecker, muss ich sagen. Meiner war so, naja. Ja. Der schmeckte schon so, dass er zwei Tage stand. Aber es gefällt mir ein bisschen besser als der Rhein-Weser-Turm da. Mhm. Vom Parkplatz her auch. Kann man ein bisschen Berg runter gucken. Ja, das hat auch nicht so lange gedauert bei so vielen Leuten. Ja. Und wenn die dann, schätz mal, wenn das Wetter dann auch wieder besser wird und wärmer wird, dann stellen die auch draußen wieder Tische und Stühle hin. Mhm, dann kann man da auch. Auch ganz gut sitzen. Jetzt geht meine Anzeige wieder. Was für eine Anzeige? Von der Luftdruck? Vom Reifendruck, ja. Ja. Reifenluftdruck. Mensch.
Oh, ich hoffe, wir kommen alle rüber. Ich hoffe es auch. Alle rübergekommen? Weiß ich noch nicht. Ja. Ah, ich glaube schon, ja. Ja, müssen alle gewesen sein. Jetzt sind wir alle wieder zusammen. Ja. Ja. Jetzt kommt ein Auto. Jetzt kommen wir wieder nicht. Ja, wir warten ein bisschen. Alle rüber, ne? Nee, noch nicht. Aber jetzt aber. Ich glaube jetzt, ja. Juhu, jetzt geht's los. Was? Oh, aufgehoben. Nee. Ja, dann lasse ich jetzt alle vor. Weil jetzt gibt ihr Gas. So, ich bin ganz hinter Matze. Matze muss tanken. Hast du gehört? Ja, ganz hinten. Das ist eine schöne Strecke hier. Wieder verloren hier. So, jetzt sind wir in Fretter. Herzlich willkommen. So, jetzt müssen wir uns erstmal alles sammeln. Wieder da? Ja.
Ach, hier sind wir. Ja, nicht mehr weit, ne? Nö. Aber ich habe jede Menge Abstand die ganze Zeit zu euch. Ja, nicht schlimm. Ja, ich meine nur, ich fahre schön nicht so ein Turn und gut ist. Ich habe dich jetzt nicht gehört, warst du da weg? Fahr schön deinen Turn und gut ist. Ja, mache ich. Ne? Auto vorne? Ja, danke. Na, oh, Auto voraus. Scheiße. Alle da? Jetzt geht's nach Allendorf, da kann dann der GT-Matze endlich tanken. Dann werden wir da auch das Video beenden. Beziehungsweise als Abspann machen wir dann einfach die Fahrt noch die restlichen Kilometer zum Sorpesee oder so. Oder? Das Auto fährt links. Da kommt gleich eine Tankstelle, Matze muss tanken. Fahr einfach drauf, die fahren schon alle mit. Dem Autofahrer erstmal Danke gesagt, der hat uns alle vorbeigelassen an der Kreuzung. Ja, ja. Oh, wie lieb. War sogar ein älterer Herr, glaube ich, wenn ich richtig geguckt habe. Okay. Dann hat er Angst gehabt. Auch glaube ich nicht. Wolltest du dann auch tanken, wenn wir auf die Tanke fahren? Nö. Okay. Naja, nach der Sorpe fahren wir sowieso nach Hause, oder? Ja, ja. Ja, dann brauche ich auch nicht tanken. Ja, ist aber eine schöne Tour, auch wenn es so viele sind. Ja, war eine schöne erste Fahrt für dich heute, oder? Ja. Sind zwar jetzt nicht viel gefahren, aber dafür... Für mich genug. Haben uns alle mal wieder gesehen. Wir haben jetzt auch neue Leute mal kennengelernt. Ist ja auch was Schönes. Fahren werden wir noch genug in der Saison. Das Wetter ist so wenigstens noch ein bisschen schöner geworden, das freut mich, weil es war so kalt vorhin. Ja. 13 Grad haben wir jetzt. Ja. Scully wollte nach ganz hinten, ich habe ihn nicht gelassen. Oh, ich weiß, wo wir sind. Juhu! Juhu! Sehr nett. Oben hat uns auch einer rausgelassen. Auf jeden Fall eine schöne Tour, ne, Schatzi? Ja, das stimmt. So, Matze kann jetzt hier gleich irgendwo tanken. Wohin fahren wir? Zur Eisprinzessin? Nee, Pizza essen. Ah. Wo denn? Am Sorpedamm. Aha. War ich glaube ich noch gar nicht, wa? Nee. Ja, wir sind natürlich dran vorbeigefahren, aber ich glaube wir zwei haben uns dann auch keinen Kaffee oder so getrunken. Guck mal, das ist jetzt auch fertig da, das Kaffee, ne? Waren sie aber flott, ne? Ja. Ja, der wird Kasse machen, ey. Ja. Er hat zwar viel bezahlt, aber das wird er alles reinholen. Ja,
Ja, wurde auch mal Zeit, dass sie ein schönes Café hingesetzt haben, ne? Mhm. Das ist noch gar nicht fertig. Ja, das geht jetzt schnell. Warte mal ab. Ja, ich glaube auch, bis zu Ende April wird das fertig sein. Ja. Spätestens. Ja, meine Lieben, da sind wir wieder am Sorpesee. Schön, schön. Herrlich, herrlich. Herrlich, herrlich. Bei uns gibt es immer was Neues auf dem Kanal, ne? Erste Mal Sorpe. Wieder was ganz Neues, doch. Aber immer noch besser als blöd durch die Stadt zu fahren. Ja. Eisprinzessin hat Hochsaison. Jetzt schon. Ja. La la la. So, 16:30 waren wir schon. Tatsächlich. 16:30. Kommen wir im Dunkeln aus, oder? Ja, ich glaube, es ist ja auch schon bis 6:30 hell oder so. Werden eigentlich mal wieder die Uhren umgestellt. Ostern, ne? Mm, oh, nee, Ende März jetzt, meine ich. Ende März? Ich meine Ende März. Ach, ich grüße schon den Rollerfahrer. Ja, es war eine Vespa GTS, das geht schon klar, Schatzi. Darfst du ruhig grüßen. Hör mal, auf dem Motorrad sitzt man, da steht man nicht. Nein, auf dem Adventure-Bike steht man und sitzt man nicht. Das ist kein Adventure-Bike. Nee, was ist das denn? Eine Reise-Enduro. Naja, genieß noch ein bisschen den Ausblick hier. Sowieso jetzt gleich. Finito das Video. War's das für heute, ne? Jo, dann war's das. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch halbwegs Spaß gemacht hier bei dem ganzen Blub Blub und bla bla. Mhm. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann irgendwann mal in einem nächsten Video wieder. Ob das jetzt wieder so ein random Geschichtchen sein wird, weiß ich nicht. Schauen wir einfach mal. Und dann würde ich sagen, bis dahin, meine Lieben, haut rein, bleibt sauber, bleibt heiter, bleibt gesund und vor allen Dingen oben. Oben, ne? In diesem Sinne. Haut rein. Bis demnächst mal. Tschüss. 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 Und lasst einen Daumen da. Ja, ganz viele, ganz viele. Ja. Hier ist doch alles voll. Hier ist doch alles voll. Wie willst du denn jetzt hier 10 Motorräder hinstellen? Geht doch gar nicht.